Herr Korbacher, Google ist als Cloud-Anbieter relativ spät in den deutschen Markt eingestiegen. Können Sie unseren Lesern sagen, wie Sie den Vorsprung gegenüber AWS und Microsoft mit Azure aufholen wollen? Ich denke, was für uns wichtig ist, wenn wir an Google denken, dann ist Google eine Firma, die eigentlich in der Cloud geboren sind, die in der Cloud geboren ist. Das heißt, wir haben eigentlich als Firma nichts anderes gemacht, als Cloud-Technologie Unternehmen und Konsumern zur Verfügung zu stellen. Das heißt, was wir heute machen im Markt, ist im Prinzip, dass wir diese technische Innovation, die wir auch der Open-Source-Community schon lange zur Verfügung stellen, dass wir die Firmenkunden zur Verfügung stellen. Ja. Gut, technische Expertise ist das eine, Kundenzugang ist das andere. Da hat eine Microsoft natürlich mit der großen installierten Basis noch die Nase vorn. Wie wollen Sie es schaffen, in die Unternehmen reinzukommen? Wie gehen Sie diesen Markt an? Also auf der einen Seite ist natürlich jeder Unternehmer auch irgendwo ein Consumer. Das heißt, wir sind nicht ganz unbekannt im Markt. Auf der anderen Seite haben wir natürlich die Möglichkeit, durch die enge Zusammenarbeit mit unseren Partnern und Referenzkunden, die wir heute aufbauen, einen relativ hohen Bekanntheitsgrad aufzubauen, ja, um so Firmenkunden anzugehen. Was können Sie den Kunden anbieten, die sensible Daten zwar in die Cloud schieben wollen, aber auf jeden Fall einen deutschen Standort haben wollen? Also sicherlich unsere Zusammenarbeit, zum einen den Launch der Region, den wir in Deutschland gemacht haben. Das heißt, dass wir Rechnerkapazität und die Möglichkeit bieten, Daten in Deutschland abzulegen. Aber auch wichtig ist unsere Zusammenarbeit mit SAP, das sogenannte Custodian-Modell, wo SAP Unternehmen unterstützt, ja, zu monitoren, ob bestimmte Richtlinien, ob die Service Levels, die wir in unseren Verträgen Kunden anbieten, auch dementsprechend eingehalten werden. Eins der Kernthemen hier auf dem Google Cloud Summit war ja künstliche Intelligenz, Machine Learning Funktionen, die schon eingebaut sind in Cloud Services. Das ist jetzt die theoretische Seite, die Anbieterseite. Wie weit sind denn die deutschen Unternehmen in der Anwendung dieser Technologien? Ich glaube, dass die meisten Unternehmen, die sich über Cloud Gedanken machen, ein relativ breites Spektrum an Projekten beginnen, um Cloud anzugehen. Also das fängt im einfachsten damit an, dass ich Infrastruktur optimiere, ja, dass ich mir meine Services anschaue und sage, was bringt mir denn eigentlich wirklich einen Mehrwert, wo unterscheide ich mich gegenüber meiner Konkurrenz und was muss ich nicht tun. Und dann auf der anderen Seite Machine Learning generell ein großes Thema wird für Unternehmen, weil sie heute schon die Vorteile sehen. Allerdings ist das auch ein bisschen Fleißarbeit. In vielen Fällen gehört da eben auch dazu, dass ich meine Daten in Ordnung bringe, dass ich Daten in einer Form aufbereite, dass sie für Machine Learning Modelle nutzbar sind. Ja, und da ist eine ganze Menge an Fußarbeit bei vielen Unternehmen zu leisten und da kann die Cloud sicherlich auch wieder helfen, diese Silos aufzubrechen, um Daten zusammenzuführen, um Machine Learning auch dann entsprechend ernsthaft zu betreiben.